Was ist eigentlich die Zukunft des Teufels, auch genannt Satan? Luzifer war ein sehr mächtiger Engel, der von Gott abfiel, und mit ihm sind weitere Engel abgefallen. Und diese gefallenen Engel sind Dämonen. Der oberste Dämon ist Satan und ihm sind weitere Dämonen unterstellt. Der Aufenthaltsbereich Satans ist nicht auf der Erde, sondern primär die Atmosphäre, der Luftbereich der Atmosphäre, auch genannt erster Himmel. Und er kann natürlich auch das Universum betreten, das ist der sogenannte zweite Himmel. Und er kann sogar vor Gott erscheinen außerhalb der Schöpfung. Er kann den Aufenthaltsbereich Gottes betreten und vor Gott erscheinen, das ist der sogenannte dritte Himmel. In Zukunft wird es hier auf der Erde eine 7-jährige Gerichtszeit Gottes geben und nach 3,5 Jahren, also in der Mitte der 7 Jahre, wird der Teufel ein für alle Mal vom Himmel gestürzt werden. Das heißt, er wird auf die Erde gestürzt werden und das ist auch das Ereignis, wo er nie wieder weder das Universum noch den Aufenthaltsbereich Gottes, den dritten Himmel, betreten werden wird. Er wird also 3,5 Jahre hier auf der Erde sein, leibhaftig, um die Menschheit zu verführen. Und nach diesen 7 Jahren wird Jesus Christus wiederkommen auf die Erde, um sein 1000-jähriges Friedensreich aufzurichten. Während diesen 1000 Jahren des Friedensreiches Christi wird der Teufel gebunden sein in einem Gefängnis, auch genannt Abyss, und er wird also in diesen 1000 Jahren keine Möglichkeit haben, die Menschheit auf der Erde zu verführen. Nach diesen 1000 Jahren Friedensreich Christi wird er noch einmal freigelassen werden aus diesem Gefängnis und er wird noch einmal auf der Erde sein, um ein allerletztes Mal die Menschheit zu verführen. Und nach dieser Verführung wird er dann leibhaftig direkt in den Feuersee geworfen werden von Christus ohne Gerichtsverhandlung und ohne Gerichtsurteil. Dieser Feuersee wurde ja ursprünglich für ihn bereitet und er wird dann dort sein in Ewigkeit mit allen Menschen, die nicht an den lebendigen Gott bzw. an Jesus Christus geglaubt haben.